Was auf den ersten Blick aussieht wie Ferien auf dem Lande, entpuppt sich auf den zweiten als Manhattan. Frankfurt am Main, Nordendstraße, Ecke Nibelungenallee. Im Hintergrund sieht man, hier ist gerade ein UFO gelandet. Ein UFO namens Corporate Learning Camp und wir folgen jetzt mal diesem freundlichen Alien auf dem Weg ins Geschehen, wo ich das Wort gleich an Karl-Heinz Pape weiterreichen werde, der uns unbedarfte Erdlinge über die wichtigsten Details aufklären wird. Hallo Karl-Heinz, wo sind wir hier gelandet? Ja, wir sind heute hier beim dritten Corporate Learning Camp. Veranstalter ist Hessenmetall und diesmal wieder die Fachhochschule Frankfurt-Main. Und das Dritte, wir haben jedes Jahr im Herbst ein Corporate Learning Camp bisher gemacht. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir diesmal so offensichtlich den Durchbruch geschafft haben. Denn beim ersten Corporate Learning Camp, da waren wir in Darmstadt, da hatten wir 80 Teilnehmer. Beim zweiten Corporate Learning Camp hier an der Fachhochschule im letzten Jahr hatten wir 101 Teilnehmer und heute haben wir 180 Teilnehmer, was uns natürlich sehr freut. Das ist ja fast eine Verdopplung vom letzten Jahr. Jeder Einzelne hat sich vorgestellt und ich war selbst erstaunt. Wir haben es geschafft. In 20 Minuten haben sich die 180 Teilnehmer mit ganz wenigen Stichworten ganz kurz selber vorgestellt. Mein Name ist Inga Wiele von der Gezeitenraum Innovationsberatung. Meine Stichworte sind Design Thinking und neues Arbeiten. Mein Name ist Ralf Appel von der Uni Hamburg. Meine Texte sind Visualisierung, Spaß und Lernen 2.17, glaube ich. Ja, und die Stimmung ist gut. Es gibt gleich so runde 25 Sessions für heute. Also 25 Personen sind aufgestanden und haben gesagt, ich könnte eine Session gestalten. Und damit sind die 6 Räume, die wir parallel nutzen können, zu 5 Zeiten nacheinander fast voll gefüllt. Kein Wunder, dass die Auswahl schwer fiel. Deswegen noch kurz die Zeit für ein paar Takte Socializing nutzen und dann ging es auch schon ab in die Sessions, wo wir jetzt mal kurz reinhören. Und wenn ich das jetzt alles auf mich wirken lasse, dann wird das zukünftige Lernsystem belegt durch den Roman von Aldous Huxley, aber wenn es das nicht gäbe, hätte ich es so genannt, eine schöne neue Lernwelt schaffen, wo ich immer dann lerne, wenn ich eine Problemstellung zu lösen habe, wo mir das System hier quasi alles liefert, was ich zur Entscheidung, zur Problemlösung benötige und wo ich dann in einem engen Austausch auch mit Lernpartner im Netzwerk hier dann meine Lösungen entwickle. Da ist witzigerweise eine Auffassung in einem Unternehmen die gleiche, wie wir die bei UNITV haben. Jeder ist in irgendwas Experte. Man hat das in Unternehmen ja häufig, dass da so Expertendatenbanken gepflegt werden. Und da kommt man als normaler Mitarbeitender nie das Gefühl, da irgendwo hinzukommen. Und dieses Unternehmen sagt zum Beispiel, jeder ist Experte in irgendetwas, also müssen alle in das Unternehmensnetzwerk als Experten rein. Mir gefällt das sehr. Wie kann ich als derjenige, der Lernen organisiert, Lernkultur für mich begreifen als etwas, was mich orientiert, was mich durch die vielen Methoden, die ich zur Auswahl habe, ein Stück weit leitet. Und dass ich auch gleichzeitig dem Lerner Orientierung geben kann, wie organisiere ich denn hier in dieser Organisation oder in diesem Institut Lernen? Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass Lernen freiwillig passiert, würde ich mir als Lerner ja raussuchen, wo möchte ich denn lernen und in welchem Stil möchte ich denn lernen. Lernen 2.0. Wer keine Zeit hatte, nach Frankfurt zu fahren, konnte sich am Mittag via UNITV zuschalten. Und wer nach dem langen Tag noch Lust auf ein leckeres Abendessen in bester Gesellschaft hatte, kam voll auf seine Kosten. Was soll ich noch sagen? Am besten nichts mehr und ich reiche das Mikrofon weiter an Jochen Robes, der das Schlusswort hat. Ja, also ich denke, dass das Camp hier einfach den Boden für so einen informellen Austausch vorbereitet, schon durch die Rahmenbedingungen. Also der Karl-Heinz Pape hat es ja am Anfang auch so ein bisschen erläutert, was so die Kultur eines Edu-Camps oder dieses Camps ausmacht, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass hier nicht Experten Vorträge halten, dass man sich auch vielleicht so ein bisschen informeller kleidet und einfach da nicht Barrieren aufzubauen. Und das bereitet natürlich den Boden für so einen informellen Austausch vor. Und wenn man das natürlich auch in Unternehmen reintragen kann, dann wunderbar.
Aber hier geht es vor allen Dingen darum, hier Hürden abzubauen und hier ganz schnell auf den Punkt, auf ein Thema, in den Austausch reinzukommen und nicht erst, dass man da anderthalb Tage verbringt, bis man dann an einem Kaffee vielleicht die Möglichkeit hat, dann mal informell sich mit jemandem auszutauschen.